So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, es ist ein Wunschvideo. Jemand hat mir geschrieben, ob ich doch mal wieder Mickey Maus Wundertüten aufmachen kann. Die brandneuen und aktuellen, das sind sie. Aber ich hätte sie sowieso aufgemacht. Warum? Es sind Wundertüten von Mickey Maus. Brandneu und aktuell, 5 Euro. Die Wundertüte Nummer 27. Und wie ihr das Bild schon entnehmen könnt, mit Testosteron. Scherz beiseite. Ja, der Laub, der lässt schon einiges über sich ergehen. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht es hier, ich werde jetzt 3 brandneue und aktuelle Mickey Maus Wundertüte Nummer 27 öffnen. Dann schreibt ihr mir natürlich alles in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet, ob ihr euch selber schon ein oder mehrere gekauft habt und dann natürlich, hattet ihr das gleiche oder dasselbe drin. All das. Aber jetzt fangen wir an. Mit die erste brandneue und aktuelle Mickey Maus Wundertüte Nummer 27 für 5 Euro. 2 Hefte, 2 Extras. Und ihr wisst ja, Plastik, ab und zu sind gute Sachen, aber selten. Was haben wir hier? Magazin. Das Extra, da steht drüber. Es ist, tada, Pfeil und Bogen mit Beleuchtung. Das war das Mickey Maus von 27.11.2020, die Ausgabe 25. Immer so durchgucken, weil könnte ja noch ein Booster-Tütchen drin sein. Von den Pokémons ist ja meistens dabei. Aber hier, den Bogen, den schauen wir uns jetzt mal an. Und? Ah, schaut mal. Ich mache mal das Licht aus. Er leuchtet wirklich. Mal dunkler machen. So. Ja, okay. Er leuchtet jetzt in großen Runden. Jetzt teste ich den Bogen auch gleichzeitig mal. Ganz leicht. Oh, ich halte mal so. Seht ihr das? Von oben. Ah. Das Licht scheint genau da, wo er fletschen soll. Also, es ist schon ein kleines Gimmick mit einer kleinen Beleuchtung drin. So, aber ich mag eben das Plastikspielzeug nicht. Und dann noch eine Waffe sowieso nicht. So, jetzt kann man das natürlich nicht so einfach in Plastikmüll schmeißen. Ist bestimmt irgendwo eine Batterie drin. Ich werde nämlich jetzt versuchen... Ah, da sind 2 Kreuzschrauben, auseinanderschrauben und die Beleuchtung und Batterien rauszunehmen. Warum? Es ist eine schöne kleine Lampe. Kann man immer bei Lego verwenden. Ja, oder sonst irgendwas, so kleine Köpfe mit Lampen ausstatten, mache ich immer wieder gerne. Also, der Bogen ist Plastik, Schrott, wie ich mal so schön sage. Er beleuchtet. Ah, er ist ein bisschen stabil. Aber ich schraube mir den auseinander wegen die Lampe. Das dazu. Kommen wir nun. Oh, das hatte ich mal angeboxt. Ja, das kenne ich noch. Der Bumerang-Hubschrauber. Das ist auch schon. Oh, 6.12.2020. Abmachen muss ich eh. Magazin kommt woanders rein wie Plastik. So, das ist ja einfach nur der Hubschrauber, also ein Bumerang in dem Sinne, den ihr werfen könnt. Der Hubschrauber darunter dreht sich meistens und er fliegt nicht ziemlich weit. Meine Erfahrung. Vielleicht kann das ja der ein oder andere besser werfen, da er weiterfliegt. Müsst ihr mir natürlich dann in die Kommentare schreiben. Also, das braucht man auch nicht wirklich. Das war die erste. Hier ist die zweite.
Schaut mal, der Helikopter-Bumerang ist natürlich jetzt ärgerlich, aber wie gesagt, es passiert auf jeden Fall, wenn man sich mehr wie eine Wundertüte kauft, dann hat man nun mal eben Sachen, die ziemlich oft doppelt sind. Aber kann ich immer noch nicht. Putzkissen als Geist. Ja, hatte ich auch angeboxt. Das war das in das Magazin Nummer am 30.10.2020, Magazinsnummer MM23. Ja, ganz kurz und schmerzhaft. Ihr seht es. Dann wieder witzig oder nicht? Ganz ehrlich, nein. Die dritte brandneue und aktuelle Mickey Maus Wundertüte Nummer 27 für 5 Euro. Und da guckt schon was raus. Der Hubschrauberbumerang. Das ist echt der Wahnsinn. Ist natürlich absolut ärgerlich. Nicht nur für mich, weil ich ja dafür Geld ausgegeben habe, weil ich den Bumerang jetzt dreimal habe. Ist wirklich ärgerlich. Aber dass ich euch nichts anderes zeigen kann, was da vielleicht noch in die brandneuen aktuelle Wundertüte drin stecken kann. Also das müsst ihr mir jetzt in die Kommentare schreiben. Aber ihr seht es selber, ich habe dafür keine Verwendung. Gebe ich offen und ehrlich zu. Aber es bekommen kleine Kinder hier bei mir, die freuen sich bestimmt darüber. Die schmeißen ihn irgendwo gegen die Wand und dann geht es eh kaputt. Meine ich zumindestens. Aber auf jeden Fall hat es dann seinen Zweck erfüllt. Der Hubschrauber oder der Bumerang-Hubschrauber ist auf jeden Fall einmal gestartet. Das dazu. Kommen wir nun zum zweiten und letzten Magazin. Oh. Rückseite. Ich fühle es schon. Ich fühle es und bedauere es, das Magazin rausgenommen zu haben. Ja, das ist es einfach so. Weil ich weiß jetzt, was vorne dran ist. Ich konnte es fühlen. Es ist... Yay! Das Futzkissen. Oder in diesem Fall das Geisterfutzkissen. So, wo habe ich das andere hingetan? Weil wenn man schon zwei zieht, kann man natürlich auch in Du futzen. Aber braucht man sie? Das schreibt ihr mir auf jeden Fall in die Kommentare. Also auf jeden Fall. Die blasen sich aber nicht so schwarz wieder auf. Da muss man etwas nachhelfen. Ah ja. Witzlos. Also, ihr habt es gesehen. Ich habe jetzt dreimal die brandneue und aktuelle Mickey Maus Wundertüte Nummer 27 geöffnet. Leider nichts Brauchbares für mich gefunden. Ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare, ob für euch was dabei gewesen ist. Und wenn ihr schon mal ein oder mehrere Tüten aufgemacht habt von dem neuen Mickey Maus 27, schreibt es für mich und alle anderen Zuschauer natürlich in die Kommentare. Also, drei Tüten geöffnet, zweimal ein Futzkissen, dreimal den Helikopter oder Hubschrauber-Bumerang, den man nicht braucht, und ein Bogen mit Beleuchtung. Die Beleuchtung, okay, ist das Einzige, was ich benutzen kann. Baue ich mir auf jeden Fall aus für irgendein Lego-Diorama oder so ein Straßendiorama. Eine kleine Lampe ist immer witzig, wenn der Knopf gleich dabei ist, dass es angeht. Das werde ich auf jeden Fall machen, sie ausbauen.
Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir jetzt alles in die Kommentare. Wie findet ihr die Wundertüte? Was haltet ihr davon? Eure Kommentare möchte ich jetzt gerne lesen, aber ich verspreche euch, ich werde noch ein paar davon öffnen. Das kann jetzt nur ein böser Zufall gewesen sein, dass ich das drin hatte. Aber deswegen ist das Wichtigste für mich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.